Hallo Freunde, willkommen zurück zu Surviving Mars. Wir haben eine Zustellung beim Weltraumlift. Ja, ich habe ein paar Metalle importiert und ich importiere gleich noch ein paar, denn Metalle sind schwer. Der Weltraumlift hat da ein etwas anderes Limit. Dementsprechend, ja, gucken wir mal, dass das einigermaßen hinhaut. Geld wird mehr und mehr, das kann ich gar nicht verhindern. Aber da wir jetzt wieder ein paar Metalle extra haben, hoffe ich, dass die Fabriken weiterlaufen. Nicht genug Arbeit auf der Krankenstation. Interessant. Lass mal gucken, wie sieht es denn aus mit unseren Leuten? Vorübergehend krank haben wir keine. Freie Arbeitsplätze 44. Keine Spezialisierung 159. 136 Ingenieure. Okay. Das passt soweit. Freie Kindertagesstätteplätze haben wir eine Menge. Freie Wohnplätze haben wir auch eine Menge. Wir haben 42 Senioren. Das werden langsam wieder mehr. Okay, da wir jetzt so viele freie Arbeitsplätze und Wohnraum haben, würde ich vorschlagen, wir gestatten wieder die Geburten. Das heißt, jetzt werden hier an dem zentralen Spire auf allen Seiten die Banner runtergerollt. Es darf gepoppt werden. Wie die Wilden. Legt los. Das passt also soweit. Okay, wir haben wieder ein bisschen Metall. Ich hoffe, dass die Sachen jetzt wieder besser werden. Die Maschinenteilefabriken produzieren schon wieder. Das läuft. Die erste Laserkanone ist auch schon aufgestellt. Die zweite wird gerade aufgestellt. Die dritte wird auch. Na also, das flutscht. Der Drohnenhub steht. Super. Der kriegt einfach mal noch 10 Drohnen zusätzlich, damit er hier arbeiten kann. Das Lager ist voll. Das heißt, hier brauchen wir ein weiteres. Bauen wir mal hier auf. Gut gewählter Platz. Die Drohnen hier helfen jetzt und transportieren ein bisschen was, während die Drohnen von hier arbeiten. Wupp, wupp. Hier sind wir auch fast fertig. Und wenn wir das haben, können wir uns hier um ein bisschen mehr Grün bemühen. Das läuft. Gut. Da gebe ich mir noch eine Minute und dann läuft es mit dem Grün. Ihm fehlt ein bisschen der Anschluss, aber das kriegen wir hin. Wie sieht es in dem Netz hier aus? Wie viel Strom haben wir noch? Sagen wir 50 als Puffer, aber wir haben auf jeden Fall noch Platz. Wir könnten eine weitere Hälfte an Windrädern hier reinstellen. Ich meine, wir haben hier oben nicht umsonst so ein riesen Array aufgebaut, wie unten in der Hauptbasis. Wir haben das, damit wir hier richtig loslegen können. Na also, das mit dem Metall läuft auch langsam an. Eine Krankenstation funktioniert nicht, weil wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Okay, ich würde sagen, wir brauchen kurzfristig ein paar Leute. Bauen wir mal ein paar. Das zusammen mit Geburten sind erlaubt, sorgt dafür, dass wir demnächst wieder richtig viele Leute haben. Da muss ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Funding received. So machen wir das. Sollte in Ordnung sein. Na also. Dann kriegen wir jetzt auch ein bisschen mehr Magnetfeld. Nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Aber
Aber das wird nach und nach. Also das hier soll ja noch weiter ausgebaut werden. Nur müssen wir im Moment mal dafür sorgen, dass wir, wenn es irgendwie geht, Metall kriegen. Das heißt, das hier oben werde ich erst weiter ausbauen, wenn wir Mohol auf Stufe 3 haben. Vorher macht das, denke ich, wenig Sinn. So Leute, wie sieht's aus? Das passt. Hier drüben muss nur noch ein bisschen was gebaut werden. Dafür fehlt uns Metall. Dann können die Drohnen da schon loslegen. Okay, das bedeutet, wir brauchen hier ein Universallager. Dann können die Shuttles hier das Metall herbringen. Wunschmenge ist 12. Nahrung und Edelmetalle brauchen wir nicht. Treibstoff brauchen wir nicht. Was wir hier gerade noch brauchen, damit die ein bisschen was zu tun haben, ist das hier. Los geht's. Und sobald hier die Metalle ankommen, schließen wir den Kristall an. Das passt also auch. Machen wir das so. Okay, dann kommt hier der letzte Drohnenhub hin. Und dann sind wir kurz davor, Timothy anzuschließen. Relativ kurz davor zumindest. Wäre natürlich leichter, wenn wir Fertigbauten von der Erde hätten. Ich glaube, das gewöhne ich mir an, dass ich demnächst die Fertigbauten kaufe. Die kann ich auch mit dem Weltraumlift holen. Und sobald wir irgendwo Drohnenhubs errichten, geht es einfach viel schneller. Bin halt manchmal so ein Ungeduldsbolzen. So, da kriegen wir wieder das übliche Nahrungsproblem. Okay, angepasste Vegetation, dann wächst das Zeug schneller. Das ist fantastisch. Nächstes dann Megasatelliten, da können wir ein bisschen für Weltraumspiegel oder Magnetschild starten. Also entweder Temperatur oder Atmosphäre und ich würde sagen, wenn, dann machen wir ein Magnetschild und unterstützen unsere Geschichten hier oben. Okay. Die Dinger produzieren auch relativ gut Forschung, muss ich sagen. Sector scanned. Anomaly found. Hey, angeschlossen, supi. Hier haben wir Anomalie. Schauen wir uns an. Und hier ein Durchbruch. Das sind die besten. So, ich war gerade dabei zu gucken, wie es mit der Nahrung aussieht. Das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen länger. Wir müssen also dringend dafür sorgen, dass wir hier endlich ja, Landwirtschaft betreiben. Okay. Ich will, dass es grünt. Am meisten Platz brauchen die Seen. Und wir brauchen Seen einfach fürs Wasser auf dem Mars. Das heißt, wir packen hier mal noch zwei Seen hin. Ich will einen riesigen See. Funding received. Das ist nicht okay. Riesiger See. Riesiger See ist an sich schon okay. Nur will ich, dass der Wassereinlass in die Richtung zeigt, nicht in die. Sonst habe ich ein ewiges Gemache mit den Rohren, um da um den See rumzukommen und dann komme ich einfach von der total falschen Seite daran. So. Ich würde sagen, ich schaue jetzt einfach mal, ob wir
überhaupt ein Rohr brauchen? Weil theoretisch haben wir es ja erforscht, dass dieser Einlass auch ohne ein Rohr auskommt oder ohne Wasser. Und so wie es im Moment aussieht, ist das hier nicht immer wirklich angeschlossen. Lass mal gucken. Wenn ich das abreiße, bist du beleidigt? Nein, bist du nicht. Es sprudelt immer noch. Sehr gut. Ja, dann hätte ich das auch andersrum stehen lassen können. Was soll's. So, dann möchte ich hier noch ein... Das sieht doch ganz nett aus. Okay, das passt. Warum auch immer du rot bist. Soll mir erstmal recht sein. Du hast kein Material in der Nähe, deshalb bist du wahrscheinlich rot. Okay, dann kriegst du ein Universallager. Recht, das ist auch recht. Meter incoming. Uraltes Terraforming-Gerät. Erhalte sofort 20% auf alle Terraforming-Parameter. Außer Tiernahrung. Okay. Der Durchbruch ist gut, aber dafür brauchen wir erst ein stärkeres Magnetschild, sonst kriegen wir jetzt 20% Atmosphäre und die bläst sofort wieder weg. Außerdem dürfte dieser Durchbruch nicht so ganz günstig sein. 14.000 ist eigentlich okay. Da möchte ich vorher aber das Projekt mit dem Magnetschild ausführen. Und dann kümmern wir uns um das hier. Alles klar. Ja, kleiner Boost. Läuft. Oh, Moment. Hier brauchen wir weder Edelmetalle, noch Nahrung, noch brauchen wir Treibstoff. Was wir brauchen, ist Beton und Maschinenteile. Und von beidem haben wir noch ein bisschen was. Wobei die Maschinenteile langsam abnehmen. Man könnte meinen, das Mohol braucht ein bisschen was. Aber ihr seht, wie... Das steht eigentlich in keinem Verhältnis. Die ganzen Ingenieure schaffen sich hier die Finger blutig für unsere Maschinenteile. So. Das machen wir mal so. Dann kriegen wir wieder ein bisschen was raus. Und wir werden sehen, wie weit wir hier nach unten kommen. Was ich hier noch bauen möchte, und ich hoffe, das haut hin. Duststorm approaching. Das ist eine Aufforstungsfabrik. Die braucht auch keinen Strom oder irgendwas. Das läuft. Und dann machen wir hier so zwischen den Seen ein richtig schönes Waldgebiet. Denn unsere Forschung müsste demnächst durch sein, dass wir auch was anderes als Flechten und Moos platzieren können. Wäre super. Und da wir eine Forschung haben, dass es dann schneller wächst. Ja, die andere Forschung haben wir schon. Wir können also richtig jetzt anfangen mit Bäumen. Und demnächst wächst es dann auch schneller. Und so langsam wie die Drohnen zurzeit bauen, ist es ganz gut möglich, dass das erst gebaut ist, wenn die Forschung schon durch ist. Ansonsten, was soll's? Funding received. Schon wieder ein Staubsturm. It was a vein rich with ore, but the data turned out to be incorrect. Under those fine red sands lay the intact hull of a rover. Curiosity. Supi. Historischer Fund, dessen Einfluss bis hin zur ersten Mission auf dem roten Planeten reicht. Eigentlich gehörte er in ein Museum. Doch andererseits bietet sich uns nicht oft die Möglichkeit, Ersatzteile zu finden. Es war eine schwierige Entscheidung. Nein, ist es nicht. Curiosity hat es verdient, in ein Museum zu kommen. Ich meine, ja, Sozialtechnologien 10% günstiger machen ist toll und als Denkmal in der Kolonie ausstellen wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ich meine, die Erde hat das Ding zum Mars geschossen und dann quasi da gelassen. Es ist ein Stück Marsgeschichte,
Wisst ihr was? Wir machen daraus ein Denkmal. Ich meine, er ist ja nicht so, als würde er ausgeschlachtet werden. Moment, wenn wir ihn zurück zur Erde schicken, schlachten wir ihn quasi aus. Und werden dafür bezahlt? Nee, wir machen ein Denkmal draus, oder? Curiosity ist Mars-Geschichte. Das ist super. Wir machen ein Denkmal draus. Wupp, wupp. Und sozial, ja, das ist einfach... Gerade für unsere ganzen künstlichen Mitbewohner hier ist Curiosity quasi ein Urahn. Das ist der erste künstliche Marsbewohner. Und er ist schon viel länger hier als wir. Also auf der Mars. Subi, immer noch jede Menge freie Wohnplätze. Ein Arbeitsloser, immer noch 58 freie Jobs. Uff. Kriegen wir inzwischen wenigstens wieder ein paar Kinder. Ja, 49 Kinder. Die haben das mit den Poppen aber ganz schön ernst genommen. Das wird immer mehr. Okay, lass gucken. Wir haben 87 freie Wohnplätze. Ich würde sagen... einige davon... Nee, Kindertagesstättenplätze haben keine mehr frei. Stopp, Moment. Ja. Okay. Wir brauchen viel mehr Kindertagesstättenplätze. Es wird Zeit für unser neues Bauprojekt. Was mich dazu führt, dass wir zum einen mal gucken, wie sieht es hier aus. Der ist inzwischen angeschlossen. Das haben wir inzwischen. Super. Aufs Universallager haben wir auch Zugriff. Dann... Wupp, wupp, das letzte Stück Stromkabel. Auch im Ernst jetzt? So, jetzt sag mir bitte, dass das funktioniert. So, das müsste das letzte Stück Kabel sein. Die Drohnen hier, machen wir mal 5 draus, sollten das eigentlich bauen können, sobald wir hier Metall haben. Ein Metall haben wir noch. Oh. Das bedeutet, Weltraumlift muss uns mal wieder retten. Go, go. Ich hab's verstanden. Funding received. Okay. We have a delivery on the space elevator. Jetzt muss das Zeug nur noch verteilt werden. Vom Weltraumaufzug kommt es jetzt erstmal ins Lager und theoretisch müssten die Shuttle das dann packen und weiterbringen. Wir fummeln da jetzt trotzdem mal noch zwischendrin mit unserem... Pritschenwagen hier. Einfach weil wir hier die Chance haben, mehr auf einen Schlag zu befördern. Ihr seht, was die Drohnen hier gerade bewegen. Wow. Nicht entladen, aufladen. Dödel. Okay, da ist jetzt gerade ein bisschen was passiert. So,
Alle Sektoren scannen haben wir geschafft. Das bedeutet aber auch, dass der letzte Kristall angeschlossen ist. Sektoren gescannt, da gibt es eine Menge Metall. Gerücht, Planetenanomalie könnt ihr machen, ist mir egal. Staubsturm kommt in einem Sol ungefähr. Und das sind hauptsächlich Lebensmittelgeschichten. Die Aufforstungsfabrik funktioniert auch nicht. Danach können wir auch gleich mal gucken. Die braucht doch Strom. Das ist was Blödes. Okay, das geben wir gerade noch in Auftrag. Als hätte ich es vermessen. War dummes Glück, ganz im Ernst. Ich hatte nicht damit gerechnet. Ich habe gewusst, dass ich es hier anschließe, wenn ich Strom brauche. Ich dachte nur nicht, dass es in einer geraden Linie passt. Wunderbar. Okay, dann schauen wir mal hier oben. Warum ist der kaputt? Warum sind die alle kaputt? Warum schweben die über? Mädels? Der Bedarf hat aufgehört. Verflixt, wir haben auf dem ganzen Mars schwebende Kristalle, die gehen alle zu einem Punkt. Resources are low. Das sieht man natürlich jetzt super. Okay, wir sehen gerade das Ende dieses... Das hat Ähnlichkeit mit einer Galaxie. So ein bisschen. Ich hoffe, dass jetzt nicht gleich alles zum Teufel geht. Das ist ja auch ein bisschen gemein. Es ist gerade auch ein bisschen schwer, das einzuschätzen, wo das ist. Ist das hier im Tal oder ist das hier über unserer Basis? Research complete. Okay. Eigenartiges Verhalten. Die Kristalle verschmelzen zu einem Gebilde und der Stein der Weisen Epilog. Das heißt, dieser Event war Stein der Weisen und jetzt schauen wir dann mal, was noch Sache ist. Okay, das hier kann ich mir nicht durchlesen, leider. Forschung ist mir gerade fast egal, wobei wir, wenn wir schon hier drin sind, auslagern können. Dann schauen wir uns den Epilog an. We watched the transformation of the alien crystals in awe. They shed their shells and their beautiful energy forms converged into a single vortex high in the pale Martian skies. We all basked in their light and the joy which vibrantly emanated from them. Bup, bup. Und wieder haben wir ein wundersames Geheimnis der Natur gelüftet. Der unglaubliche Anblick und das Erfolgsgefühl waren all die Mühen wert. Die Kristalle bildeten den Kokon eines Lebewesens, das jahrtausende lang unter der trostlosen Sonne des Mars schlummerte. Wir versorgten es mit der nötigen Energie, die ihm auf dem roten Planeten fehlte, und es versuchte, den Gefallen zu erwidern. Jetzt, da sich seine Einzelteile komplett transformiert und zu einem einzigen Lebewesen vereint haben, ist es bereit, wieder zu den Sternen zurückzukehren. Wir wissen all das, weil wir seine Freude tief in uns spüren können. Okay. Wupp, Freude. Lebe wohl, kosmischer Reisender, und kehre zurück, falls du deine alten Freunde einmal wiedersehen möchtest. Effekt. Eine große Menge Ressourcen wurde in der Nähe der Kolonie als Abschiedsgeschenk hinterlassen. Effekt. Neue Technologie erhalten. Traumrealität. Die schauen wir uns gleich an. Deshalb war auch dieses Forschungsdings offen. Traumrealität gucken wir gleich. Wir sind wahrlich gesegnet, Zeugen eines solch unglaublichen Ereignisses geworden zu sein. Yay. Das hier kann weg. Okay, schauen wir mal nach der Traumrealität. Wo haben wir sie denn? Das müsste doch... Eigentlich hätte ich erwartet, dass das ein Durchbruch ist. Schauen wir mal. Nope.
Ich schaue sie alle durch, unabhängig vom Bild. Traumrealität. Das müsste man jetzt natürlich finden können. Ich suche das kurz offscreen und wenn ich es habe, dann hole ich euch wieder dazu. Ich unterbreche so lange die Aufnahme. Bis gleich. Okay, da habe ich es. Traumrealität ist soziale Forschung. Und damit wird das Morpheus-Projekt freigeschalten. Stimuliert die Entwicklung neuer Stärken bei allen erwachsenen Kolonisten. Und das haben wir auch hier. Und können das jetzt bauen, wenn wir das wollen. Und das funktioniert kolonieweit. Ist ein ganz schönes Monster. Im Moment würde ich sagen, können wir es uns nicht leisten. Traurigerweise wegen den 400 Metallen. Aber das können wir in Zukunft gerne noch irgendwo dazustellen. Okay, damit hätten wir ein wichtiges Tagesziel erreicht, würde ich sagen. Kolonisten hungern auch nicht mehr. Das ist irgendwie toll und wichtig. So, dann hieß es, in der Nähe sind Ressourcen. Ja, guckt euch das mal an, wie viele Ressourcen hier unten drin sind. Also das Forschungszeug hier drüben ist der Wahnsinn. Hier drüben haben wir Metalle, Beton, Edelmetalle. Ach du Schande, gibt's hier unten jetzt viele Ressourcen. Okay, das ist so ein bisschen der Hammer. Und wir können uns überlegen, was wir mit dem ganzen Energiekram anstellen, den wir jetzt hier haben. Ich meine, sind wir ehrlich, die hier produzieren jetzt weder Edelmetalle, noch brauchen sie Energie. Zack und Asche. Hierher. Das heißt, ja, das brauchen wir nicht mehr. Das lassen wir mal so. Yep. Funding received. Puh. Ja, jetzt fühle ich mich ein bisschen unnütz. Jetzt haben wir das Kristalldings gelöst. Ich überlege gerade, was ich mit dem ganzen Energiekram anstelle. Ich meine, ich will das nicht alles wieder abreißen. Das war ein Sauaufwand, das alles aufzubauen. Aber wir haben jetzt hier über 500 Energie zur Verfügung, die wir hier effektiv nicht mehr brauchen. Wir haben eine tolle Aussicht, die bringt uns aber auch nicht weiter. Ich glaube, ich weiß, was wir hier machen. Staubsturm hilft uns jetzt gerade nicht. Aber wir haben hier relativ viel flachen Boden. Da können wir richtig was aufziehen. Okay, ich glaube, ich weiß, was wir hier anstellen. Das wird interessant. Aber ich verrate es jetzt mal noch nicht, Edge. Guti, wie sieht's aus mit den Seen? Du bist immer noch unglücklich, liegt an den fehlenden Maschinenteilen. Es hält sich tatsächlich mal einigermaßen an die Wunschmenge. Unglaublich. So, der See wird aufgefüllt. Wasserstand. Dödel, das ist der erste, den wir haben. Der See wird aufgefüllt. Wasserstand derzeit 29%. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier fehlt uns noch Maschinenteile. Dann ist der See auch fertig. Und der Staubsturm funktioniert der nicht. Und wir haben nicht genug Saatgut. Lass gucken. Depot für Saatgut.
packen wir mal direkt daneben. Wunschmenge. Machen wir 20, warum nicht? In der Hoffnung, dass das dann alles versorgt ist. Irgendwann werden die Drohnen, die Shuttles das hier versorgen. Dann passt das. Pflanzentyp. Bäume. Fehlt uns noch was? Da brauchen wir 35% Wasser und 35% Temperatur. Büsche. Das würde schon... Ja, sind wir ehrlich. Temperatur ist kein Problem, uns fehlt Wasser. Okay. Das bedeutet, wir müssen erstmal noch die ganzen Seen online kriegen und dann schauen, dass wir den Wasserstand ein bisschen erhöhen. Hui, einer davon, so gut wie zwei davon. Nicht schlecht. Aber das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Ja, wir könnten den Durchbruch machen und 20% auf alles kriegen. Dann können wir auch schon bessere Pflanzen platzieren. Aber mir ist ein organisches Wachstum am Anfang lieber. Und wie gesagt, wir brauchen erst noch dieses Atmosphäre-Projekt. Wie sieht das mit der Forschung aus? 39%. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Luft. Funding received. Wupp, wupp. Wir haben hier drüben jetzt riesige freie Flächen. Und ich würde sagen, bevor ich die Episode gleich beende, schauen wir mal, wie das aussehen könnte. Schauen wir mal nach den Megakuppeln als erstes. Das ist jetzt zu weit vom Drohnenkommandanten entfernt, aber das ist okay. Machen wir mal den Abstand so. Zwei Felder Abstand. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das passt. Megatrigon. Doch, ich glaube, das könnte ganz gut sein. Bauen wir die mal hier hin. Ne, das passt nicht ganz. Das ist jetzt für mich auch ein bisschen experimentell. Ich will natürlich, dass es symmetrisch ist. Da kennt ihr mich inzwischen. Das passt mir gerade noch überhaupt nicht. Oh Junge, aber wenn wir das hier mal gemacht haben, und ich glaube, wir müssen das auch nur einmal machen, dann steht der Bauplan. Es würde perfekt passen, dass das jetzt im Weg ist. Rutschen wir noch ein Stück. Wir haben jede Menge Platz und hier geht es jetzt nicht darum, dass es dann genau dort gebaut wird. Hier geht es darum, dass der Bauplan passt. So, die sind symmetrisch und überall der gleiche Abstand. Jetzt müssten wir da nur noch einen Megatrigon reinkriegen. Möglichst zentral. Wie machen wir das, dass es mittig ist? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber das sehen wir gleich. Wenn ich
von hier aus. Solche Verbindungen mache. Das könnte mir helfen, dann den Trigon mittig auszurichten. Oh Junge, das wird so klasse. Und dann Depots da rein und Shuttle-Drohnen-Hubs und das wird toll. Das wird super. Und ich weiß jetzt schon, was ihr sagen werdet. Hier einen Megatrigon reinzumachen, ist Blödsinn. So eine Kuppel passt hier einfach viel besser rein. Und ja, irgendwie habt ihr recht. Wisst ihr was? Was soll's? Das passt einfach zu gut, um es nicht zu machen. Oh Junge. Das ist ganz schön groß. Ha, wer hätte gedacht, dass 7 Megakuppeln Platz brauchen. Das ist höllengroß. Ich glaube, da reicht unser Platz hier noch nicht wirklich. Und das sind ja auch nur die Wohnkuppeln. Das ist die Servicekuppel. Da sollen außenrum nochmal Kuppeln für Arbeitsplätze. Wuff. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das aussehen könnte. Wenn wir hier anfangen mit einem solchen Komplex, komme ich hier oben noch weit genug raus, damit ich das daneben bauen kann. Diese Ecken hier und hier können wir dann wieder mit Wasser und mit Pflanzen füllen. Das wäre ja kein großes Ding. Und ich dachte wirklich, dass das reicht, was wir hier platt gemacht haben in den letzten Episoden. Oh Junge. Aber wenn wir auf den Trigon verzichten, und das macht im Moment einfach mehr Sinn, wenn wir das so aufbauen, ist der Bauplan ziemlich einfach. Wir haben ja hier diese Hilfsgeraden, die zeigen aufeinander, 2 Felder Abstand, und dann wird das alles super symmetrisch und total einfach. Oh Junge, wir müssen hinterher nur darauf achten, dass wir die so anordnen, dass wir hier dieses Hexagon nicht nur mit Strom, sondern auch mit Wasserrohren machen können, dass die Anschlüsse dann immer an der richtigen Seite sind. Dann sollte das eigentlich super werden. Das sind 4 große Bauplätze pro Ecke mal 6 sind 24. 24 große Bauplätze. Oh Junge, und mit den Durchgängen muss ich mir dann auch noch was überlegen. Das wird auf jeden Fall gewaltig und ich denke, wir sehen jetzt. Das war falsch. Dass wir noch ein bisschen mehr Platz brauchen hier unten. Es geht schneller, wenn ich das so mache. Okay, das bedeutet, für heute lassen wir es gut sein. Ich denke, die Episode ist lang genug. Wir haben einiges geschafft. Wir haben endlich diese Kristallgeschichte erledigt. Wir haben mal geguckt, wie das hier aussieht. Wir haben uns hier um Seen und Grünzeug bemüht. Die Hölle. Okay. Wie gesagt, Episode lassen wir gut sein. Ich mache mir offscreen noch ein paar Gedanken dazu und möchte euch ermutigen, auch ein paar Gedanken in die Kommentare zu schreiben,
wie wir das mit den Kuppeln machen. Eine Möglichkeit wäre, dass wir hier wirklich nur einen dieser Kuppelkomplexe mitten rein machen. Hier drüben haben wir vielleicht ein bisschen mehr Platz, wenn wir das einebnen, dass wir hier zwei hinkriegen. Wir könnten auch die damaligen Außenposten benutzen, die Energie hiervon, und hier Kuppelkomplexe hinstellen. Könnte gehen. Hier unten könnten wir was Ähnliches machen, da haben wir auch eine schöne Aussicht. Könnten wir gucken, ob wir hier einen Kuppelkomplex hinstellen können. Das ist jetzt nicht wirklich abhängig von den Felsformationen hier, soweit ich weiß. Das heißt, hier können wir platt machen und dann wäre das möglich, hier was zu machen. Hier oben haben wir jede Menge Forschung, da könnten wir den Campus später hinstellen. Aber in die Nähe dieser Dinger bin ich mir im Moment noch nicht so ganz sicher. Liegt aber ohnehin ewig weit in der Zukunft. Ja, lasst mich einfach mal wissen, was ihr davon haltet und was ihr sehen wollt. Ansonsten quetsche ich hier zwei rein und dann schauen wir, wie es hier aussieht. Mal gucken. Hier zwei hin, hier oben zwei hin, Campus, bräuchten wir nicht mal hier runter. Ansonsten hatte ich mir gedacht, die Außenposten, wir brauchen ja auch noch Carbonatprozessoren, damit wir Atmosphäre aufbauen können. Das ist eine schöne Sache, wenn wir Atmosphäre halten können, aber solange wir keine haben, die wir halten, ist das alles ein bisschen vergebene Liebesmühe. Dementsprechend. Puh, ja, der Außenposten hier drüben, da würde ich die Carbonatprozessoren aufstellen. Oder weitere davon auf Abstand und die Carbonatprozessoren hier runter. Also für die Außenposten haben wir auf jeden Fall noch ein paar Möglichkeiten. Da gucken wir. Carbonat könnten wir auch hier oben aufstellen. Da wird sowieso schon Zeug verbrannt. Wir haben hier auch die große Mülldeponie schon. Aber die haben wir fast überall. Wir könnten die Carbonatprozessoren auch hier hinstellen. Derzeit haben wir hier auch mehr Energie, als wir verbrauchen können. Weil natürlich zwei Kristalle fehlen. Also mit den Außenposten haben wir eine Menge Möglichkeiten. Und ja, das Kuppeldesign. Ich sehe es ein, wir verzichten auf den Trigon. Das mit den Trigon-Geschichten macht hauptsächlich Sinn, wenn man bei den Trigons bleibt. Ich zeige das jetzt nochmal ganz kurz. Was könnten wir... Ja, war ja klar, dass es nicht auf Anhieb passt. So könnten wir die Megatrigons aufstellen und dann kriegen wir die natürlich auch verdammt eng aufgestellt und sehr viel Fläche, also sehr viel Bauplatz auf vergleichsweise kleine Fläche. Wenn wir das hier alles mit Megatrigons vollpacken, haben wir mehr bebaubare Fläche als mit den Megakuppeln. Ich halte die Megatrigons immer noch für effizienter, aber wir können natürlich, oder wir bleiben jetzt erstmal bei den Megakuppeln. Das wird klasse. Okay. Junge, Junge, da haben wir ganz schön was zu tun in den nächsten Episoden. Und ihr ein bisschen was zu tippen in den Kommentaren. Bis dahin. Macht's gut. Hallo Jörn Steif. Ciao, Freunde.